Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So viele Zombies. Der will mich verarschen. Epic Fight. Ah, wo ist er? Erstmal auf ihn hier. Nein! Hilfe! Weh, du reißt mir ja was kaputt, ey. Scheiß Teil. Oh, ich dachte schon, jetzt steht noch einer hinter mir, ey. Bandit. Elendiger. Ja, wir waren ja am Haus am Gange, ne? Beziehungsweise an der Treppe im Haus. Mein Erinnerungsvermögen ist sehr gut. Oh, hier liegt ein bisschen was rum. Schnappen wir das mal auf, ne? Okay, Moment wollte ich gerade sagen. Ich habe Momento. Habe ich gerade was gesagt? Gehirnfurz. 1, 2, 3, 4. Hier ist eigentlich schon die Wand. Ich glaube, ich muss die Treppe weiter unten anfangen lassen. Verdammt! Das sieht auch interessant aus. Könnte man fast so lassen. Dammit! Werde ich aber nicht so lassen. No, sollen das? Süle. So, so. Jetzt sind wir fast oben, aber wir können noch ein höher. Ja, jetzt ist es dunkel, ich weiß. Jetzt nicht mehr. Wir werden uns ganz viel Clean Stone machen müssen. Oder Stone heißt er ja eigentlich nur. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin so unkonzentriert. Den ganzen Tag schon Vorfreude auf eine fette Party. Auf einen 18. Geburtstag und der wird überragend, glaube ich. Er muss einfach überragend werden. Wenn er nicht überragend wird, dann... Ah, waren die ganzen Sommerferien nichts wert? Glaube ich. Na doch, aber... Darauf freue ich mich einfach schon ewig. Auf diesen einen... Geburtstag. Oh ja. So, hier muss dann ja theoretisch die Wand auch sofort reinkommen. Warte, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das muss richtig sein. Dann kann ich jetzt hieran auch auf jeden Fall eine Fackel machen und die kann da auch erstmal bleiben. So. Das lasse ich extra hier drin, sozusagen als Decke für unten. Und der doppelte Boden kann eh nicht schaden und so weiter. Du weißt selber. Ja, gut, gut, gut.
Habe ich noch irgendwo was vergessen? Ja, ich kann jetzt mal hier die doppelte Treppe wegmachen. Muss ja nicht sein. Aber ich habe eine voll gute Idee, was ich mit der Treppe mache, damit die nicht einfach so hingehangen. Doch, hingehangen sieht die ein bisschen aus. So, als würde die einfach aus der Wand kommen. Aber ich werde einen doppelten Boden reinmachen, sozusagen. So. Das sieht doch mal obergeil aus. So, und dann noch. Klappt doch alles. Yippie-yay. Ich höre einen Zombie. Wo ist er hin? Nicht da anscheinend. Ja, ich war, fällt mir gerade ein. Ich war gestern auf einer Kartbahn. Die Kartbahn von, Ralf Schumacher, ja, dem ewigen Zweiten in seiner Familie, beziehungsweise dem zweiterfolgreichsten Sohn in seiner Familie. Auch irgendwie fies, so ein selbst erfolgreich zu sein, aber einen noch erfolgreicheren Bruder zu haben. Muss schon krass sein. Naja, zumindest war das übertrieben geil. Das ist in Bisping und, kann ich nur sagen, lohnt sich. Kann man mal hinfahren. Also wer auf Kartfahren steht. Ich habe das jetzt gestern zum ersten Mal gemacht. Aber ich fand die Pisten da, die beiden. Also eine draußen, eine war drin. Extrem geil. Also hatte nichts dran auszusetzen und hat richtig Gaudi gebracht. Wirklich Kartfahren. Ich kenne nichts Genialeres. Aber das sagt man sowieso oft, wenn man irgendwie was das erste Mal ausprobiert, sowas wie halt Kartfahren oder ist bestimmt auch bei Bungee-Springen so und das gibt bestimmt immer noch einen heftigeren Kick. Ich meine, klar, es gibt einen heftigeren Kick als beim Bungee-Springen. Nein, den Kies möchte ich hier behalten. Vielen Dank. Wo werde ich? Ich könnte den Kiesweg auch nochmal, nein, ich brauche gerade überhaupt keinen Kies. Warum habe ich den Kies ausgepackt? Ich bin auch doof, ey. Mein Inventar ist so zugemüllt und ich glaube, wir werden uns gleich mal aufmachen auf eine Höhle der Forschungstour. Oh ja. Das kann er rein, das kann er rein. Ah, verrottetes Fleisch braucht auch kein Mensch. Die brauchen wir auch gerade nicht. Schwarzpulver. Ein Stack Pflasterstein nehmen wir vorsichtshalber mit. Obwohl, nee, wir nehmen Erde mit. Ja, Werkbänke nehmen wir auch mal zwei mit. Ein Pfeil sowieso. Kohle. Ah, wir können uns mal eben Fackeln machen. Ein mehr. So. Dann machen wir uns mal eben ein paar Fackeln. Auf ein Stack aufforsten. Warte, wir haben Federn, wir haben Feuersteine, wir haben Sticks. Wir müssten drüben noch ein Feuerstein mindestens mehr haben, also garantiert. Wenn nicht, dann ist das echt traurig. Oh, es wird schon wieder Nacht gleich. Ja, wir haben mehr als genug Feuersteine. So, so und so. Dann haben wir ein paar Pfeile. Na, die Stufen brauchen wir auch nicht unbedingt. Ich trinke mal eben einen Schluck. Habe ich gerade auf meine Tastatur getropft. Sehr toll. Aber nur ein bisschen. Ja,
Ja, die Knochen brauchen wir auch nicht. Da kriegen wir eh noch genug. Ja, das zusätzliche Schwert nehmen wir auch noch mit. Das Steinschwert kann man auch noch zur Not irgendwie verbraten. Ja, obwohl Holz. Ne, wir nehmen kein Holz mit. Auf die Gefahr hin, dass wir doch Holz brauchen. Wir müssen uns noch Spitzhacken machen, auf jeden Fall. Haben wir drüben noch Eisen? Das ist jetzt die Frage. Nope. Verdammt. Okay, ja. Ich glaube, wir folgen dann dem Fluss, um irgendwie was zu finden. Eine kleine Höhle oder ähnliches. So, ich renne aber eben schon mal wieder rüber, bevor die Nacht noch fortschreitet. Und gehe dann pennen. Und ich werde mir gleich ein bisschen ein bisschen Essen machen. Beziehungsweise eher farmen. Hier von den Feldern. Ja, einfach um halt ein bisschen was zu haben. Zu futtern. Eine Steinschaufel, das muss reichen. Und da, ich mache vorsichtshalber noch eine Spitzhacke. Wer weiß, wann wir sie brauchen. Nein, pennen gehen jetzt hier so, ne? Obstone hier und, ein bisschen was zu futtern erfahren. Und immer nur das Abernten, was halt reif ist, ne? Aber das ist ja normal. Na, jetzt habe ich gerade leider zu viel da abgefahren. Na, verdammt, verklickt. Ein Rasenmäher oder sowas wäre geil für Minecraft. Die ist bestimmt Modifikation. Also extra hier für Weizen und so. Beziehungsweise auch wieder zum Hinpflanzen. Abernten kann man das ja auch einfach mit Wasser. Da kann man ja eine einfache Pistenschaltung machen. Allzu schwer ist das nicht, nur man muss ja immer wieder neu sehen. Das ist ein bisschen doof. Ansonsten finde ich Weizen ist eh so ziemlich das Genialste, was man hier in Minecraft auf einem Acker anbauen kann. Da hinten steht ein Creeper. Ich habe ihn gesehen. Stirb. Schwinde, ich will die hier nicht. Ich schieße nicht weit genug. Hallo? Stirbst du einfach mal? Geil. Ich höre einen Enderman. Achso, und seid gespannt, ne? Bei 50 Abonnenten. Ich habe schon eine richtig gute Idee für ein Special. Das wird ja hoffentlich in ein paar Tagen sein. Und naja, wie gesagt, freut euch schon mal drauf. Ich habe eine richtig coole Idee. Ich werde wahrscheinlich total durchdrehen dabei. Aber ich werde es mir antun, damit ihr unterhalten werdet. Und ich wahrscheinlich eingeliefert werden muss oder so, weil... Na, ich will nicht eingeliefert werden, aber es könnte echt sein. Ich werde dabei durchdrehen. Obwohl ich es schon mal gezockt habe. Aber es wird heftig. Ja, jetzt habe ich hier noch einen Weizen. Das verfüttere ich jetzt an irgendeinen Glücklichen. An die Kuh da hinten. Komm her. Bitteschön. Und ich mache mich mal auf den Weg ins Ungewisse. Okay, in welche Richtung sollen wir? So,
Sollen wir rechts den Fluss lang oder links? So am Dschungel vorbei. Ich guck mal hier eben. Geht der Fluss da überhaupt weiter? Ah, ich werde mal eben hier einfach auf den Berg gehen. Oder Hügel. Vielmehr ein Hügel als ein Berg. Ach, das führt hier sowieso nur einmal rum. Da ist ein Schneebiom, da ist ein Dschungelbiom. Na, der Dschungel ist ganz schön groß. Da ist wieder einiges an Lehm. Hier hinten waren wir schon mal, glaube ich. Ich sehe eine Höhle. Okay, dann werden wir jetzt demnächst diese Höhle hier gehen. Und hoffentlich werden wir dann auch da rausfinden. Aber ich werde mal eben kurz hier nur so an den Rand reingucken. Okay, nee, dann gucken wir da hinten mal. Ist die hier vielleicht ein wenig größer? Die sieht doch ganz vielversprechend aus. Okay. Ich habe jetzt schon ein wenig Angst. Gut, diese Angst wird sich dann wahrscheinlich beim nächsten Mal entladen. Wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft. Ich beende den Part hier, esse noch eben eine Stulle. Und, zwei. Und sag, bis zum nächsten Mal. Tschüss.